Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer hoffentlich ereignisreicheren Folge als beim letzten Mal bei der Infinity mit dem lieben Subchamp Hallo. und mir dem Sam. Und ja, wir erkunden jetzt unten mal diesen schwarzen Fleck da auf der Karte, damit der Nebel des Krieges auch verschwindet. Oh Gott, ein totes ein Hase. Oh, schnell weg. Oh geil, da ist ein großer Kristall. Oh ja, dem ist ja unbedingt kaputt, man hat bestimmt was Cooles drin. Oh, da ist wieder so ein Gefangener drin. Yeah. Lusterstörin. Willst du nicht auftauchen, ein komischer Gefangener? Kann man mit ihm reden? Ah, jetzt so. Ah. Oh, du redest immer mit ihm. Okay, na dann. Es ist Zeit zu ziehen. Achso, der greift das jetzt an. Wow, ist das schnell. Aha, ist auch gut. Nicht schlecht. Oh, du bist dran. Na dann. Wo ist denn Heidi? Ach, die ist zum Schuss dran. Okay, na los. Das auch selten. Komm, töte die einfach. Wow, war jetzt nicht so effektiv. Vor allem alle beide brennen, aber nur einer hat Schaden bekommen. Okay, aber ich untersuche die mal. Feuer minus 230. Ja gut, aber du machst quasi wie bei Pokémon Feuerwirbel. Feuerwirbel ist ja auch gegen den Pflanzen-Pokémon zwar an sich theoretisch effektiv, aber macht ja auch nur so ein bisschen Schaden. Du verbrennst quasi die Gegner, das war's auch schon. Naja, aber normalerweise mache ich schon mehr Schaden. Ja, die macht eigentlich sonst immer ganz gut Schaden. Immer dieses normalerweise. Naja. Wie viel kostet die hier? Der Zauber? 7. Na komm, machen wir mal. Oder machen wir was anderes? Na komm, machen wir den hier. Er hat Schaden. Ja, war einfach so wert. Ja. Was kann der denn noch hier? Ist der gegen irgendwas anderes anfällig? Gegen Gift? Könnte ich ummachen. Andi, ich habe nur den Gift-Avatar. Eiszauber kann ich vergessen, machen wir den hier noch. Nein, zieh ist unsichtbar. Ja, scheiße. Oh, der war gut eigentlich. Habe ich überhaupt Schaden gemacht? Nee. Ich glaube, ich habe ihn geheilt. Macht mein Stab Eisschaden? Du bist geheilt. Das könnte sein, das weiß ich gar nicht. Was? Niedergeschlagen? Was? Eingefroren? Och, nö. Hat mich eingefroren, der Penner. Ach, Heidi ist dran. Dann habe ich ja Pause jetzt für 2 Runden. Sehr schön. Sehr gut. Das gefällt dir. Ich sehe das richtig. Ich lasse mal andere gerne arbeiten. Ja, können wir ja. Ach, hier und dann jetzt den Schaden hier. Boah, der hat noch überlebt, das gibt's ja gar nicht. Aber nächste Runde müsste er tot sein, wir müssen jetzt nochmal Feuerschaden kriegen. Stimmt. Boah, nicht schlecht. Ja, und tot. Siehst du, ich habe ihn noch getötet, obwohl ich eingefroren bin. Mach ich jetzt mal ordentlich Feuerschaden? Yeah. Bam. Alter, wie die explodieren, ey. Okay, dann. Ach, du redest ja mit ihm. Ah, super. Wieso redest du ja noch mit ihm? Du bist eingefroren. Wie kannst du mit ihm reden? Das macht gar keinen Sinn. Was? You got here, a common human in the land of fairy, upon the snowy soil of Hyberheim. Gott, wie er so viel zu reden. You must have found a gift of some kind. Oh, very. Er sieht sehr sympathisch aus. Naja, fragen wir ihn mal, wie sein Name zustande kommt. My pet name speaks for itself, does it not? I just lied, don't you know? Love. Der Dialog ist so geil. Ja, sehr brutal. Ihr könnt eigentlich dein bester Freund sein. Oh ja. Das ist so gut, ey. Wie geil ist das denn? Das ist echt genial. Hier, frag mal nach der weißen Hexe. Der O-Ton aber auch, ey. Diese Synchro war super. Ah, okay. Diese makellosen Typen wieder. Ja,
ever I could suckle for blissful belching. So gut. What a farce. A fool he is, for he is a jailer. And a jailer spends all his time in jail. Ah ja. Got a pig and bucket its blood. Ich glaube, das haben wir ja alles. Ach hier, du kannst nochmal nach einem Weg fragen, wie wir reinkommen. Ja. Dieser Kommentar. Stützt ein Mädchen auf, dann bist du plötzlich böse. Boreas himself brought me to his dungeon through magical means, but the wardens led me out through a hidden tunnel. Too sure they were, it seems. Too sure no crystal I know where it lies hidden, this secret tunnel. The secret can be yours if you show me the rift. Yes. Ja, von mir aus. Habe ich kein Problem mit. Ah, Gruppendialog. Oh, sehr verrat, mir scheint es tut. Ich warte euch einen Zauber, um den Schweiz zu öffnen. Krass, ich hätte. Du bist echt. Ich hab dich gut unterrichtet. Wir haben doch gar keinen Zauber dafür. Was insofern? Nee, doch, haben wir doch. Haben wir? Na, er meint diesen See, wo wir durchgegangen sind. Dafür brauchte man ja einen Zauber. Oh ja. Ja, ihr seid nun. Ihr seid im Nu aus Hyperei verschütten, wenn ihr mit dem Standort des Tunnels nennt. Ja, you'll be out of Hyperheim in no time if you share the location of the tunnel. A rift spell. So, ah, jetzt haben wir auch den richtig verloren. I am beholden to you. So listen carefully now. Look for a stone golem's head sticking out of the snow. A tree growing from its right eye. Nice. A hatch among his jaws and a hatch you'll uncover. Netter Typ. Jo. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Jetzt wäre es cool, wenn es dann so eine Nachfolgemission gibt, wo wir dann feststellt, dass er dann eben, keine Ahnung, 1000 Jungfrauen abgestattet hat oder so. Selbst der letzte Dialog ist doch gut, ey. Was? Der letzte Satz von ihm. So gut. Das ist so gut. Geil. Der Kerl war echt sympathisch. Ja. Eine Truhe. Oh, Schriftler des Beschworenen, Gepanzerten und Toten in Haupthass. Was? Oh. Was ist das denn für eine Schriftrolle? Der Zweihänder des Skelettritters besitzt eine 20%ige Wahrscheinlichkeit und so weiter. Okay, das ist anscheinend ein stärkerer Beschwörungszauber. Das klingt gut, ja. Lederkappe, Pfeil. Oh, Pfeil schafft es gut. Ah. Nehme ich sogar mit. Gut, dann können wir weiter jetzt nach Norden. Und keiner ist gestorben, erstaunlich. Oh, was ist denn für ein Dicker? Oh. Wieso wieder kämpfen? Der Wächter, Level 12. Ach, das ist das dieser Golem? Nee. Okay. Ah, hier ist ein Schloss. Ah ja. Ah, das war das, was ich auf der Karte gesehen habe. Okay. Ah, ja, dann viel Erfolg. Mhm. Ich bin weg. Du bist ja eh dran, also. Ich sag mal, du. Ganz ehrlich, du bist Einzelgänger. Du musst damit rechnen, dass du hier alles alleine machen musst. Okay. Der hält was aus. Hast okay, untersuchen wir ihn mal doch. Feuer 90%. Erde 90%. Wie 90%? Resistenz. Ja, das sind die besten. Feuer, Erde und Tenebrium. Das sind die drei besten. Was ist denn Tenebrium? Keine Ahnung, aber das ist wohl der meiste Schaden, den wir wohl machen können. 90% bei Feuer. Das Ding ist mit Eis und Holz. Das müsste eigentlich Feuer ja vierfach effektiv sein. Ja. Oh oh. Er hat sich beschleunigt. Alter, was ist das denn für ein. Der Effekt. Jetzt sieht mir cool aus. Jetzt bräuchte ich eine 3D-Brille. Das muss ich immer nachgucken hier. Das sieht echt cool. Das ist noch ein Thumbnail. Alter, Wasser kannst du überhaupt nicht einsetzen bei dem. Ja. Alter, der wird hart zu knacken sein. Der Tenebrium ist ein verringert Schaden, den ihr durch Tenebrium. Was ist denn Tenebrium? Keine Ahnung. Und jetzt unten. Die sind alle Opportunisten immer, die Gegner. Aber immerhin Erde kann ich gegen den machen. Also mit Wasser welchen wahrscheinlich heilen, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich, ja. Bei 200 auf jeden Fall. Aber Erdschaden kann ich nicht machen. Alles, was mehr als 100 macht, heilt, glaube ich. Ja. Gott, ey. Oh, ich muss näher ran.
Ich guck mal, ob ich ihn verlangsamere. Ja. Es war ein Wasserangriff, also Wahrscheinlichkeit war eh sehr gering, dass das klappen tut. Wahrscheinlich klappt gar kein Wasserangriff bei ihm. Das ist wirklich schlimm. Aber du hast immerhin dein Gift. Das ist ja immer etwas. Ja. Ich muss ja mal hier in Bewegung kommen. Also kein Angriff für Heidi die Runde. Ja, ich habe ja auch Erde, das klappt. Damit machst du ja auch Schaden, aber trotzdem. Das stimmt. Und du hast ja Feuer. Versuchen wir, ob ich ihn irgendwie schwächen kann. Oh, fuck it, Alter. Nope. Okay, kann ich seine Willenskraft wenigstens runterdrehen? Nope. Ja doch, das klappt, glaube ich, immer. Ja, okay, so schön wenigstens etwas. Hey, sehr gut. Hey, jetzt kannst du ihn auch, jetzt kann man ihn auch mit anderen Zaubern belegen. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihn einfrieren kann. Mit Luft? Ja, Luft. Ja, Luft. Nee. Nein. Schade. Er ist eigentlich schon unterkühlt, aber das geht trotzdem nicht. Was macht ihr denn? Keine Ahnung, will ich es wissen? Ich glaube nicht. Oh. Ja, eingefroren. Toll. Der hat mich eingefroren, der Wichser. Mich auch. Wie, du bist auch eingefroren? Ja. Nee, ich bin unterkühlt. Du bist unterkühlt, du bewegst dich ja. Tatsächlich. Okay. Scharfschütze. Schaden erhöhen. Nehmen wir den hier. Ich frage mich noch, wie wir den töten sollen. Ich glaube, deine Beite ist echt die beste noch. Was? Du 52, das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, weil ich eigentlich zwischen 270 und 420 Schaden machen müsste. Deswegen habe ich es ja gemacht. Weil ich mir gedacht, irgendwie muss er eine Art Schutz haben. Gibt es irgendwas in der Umgebung, was man aktivieren kann, damit er stirbt? Weil es ist ja abnormal, wie Schaden er frisst. Dann musst du mal Alt drücken, vielleicht gibt es da irgendwo was. Ich sehe hier auch nichts. Auch ja. Du bist dran jedenfalls. Okay, schwer. Wird ein schöner Gegner. Ich rechne mit meinem Tod. Oh, teleportierst du ihn? Kannst du auch teleportieren? Schön ist, dass du ihn mit Feuer angegriffen hast und er brennt nicht mal. Ach stimmt, hier dadurch, dass er warm ist, hat er auch, ist er auch 10% weniger anfällig gegen Eis. So weit geht das? Halt ehrlich? Kannst du nicht teleportieren? Warte, ich guck grad wie weit. Ungut, hey, das ist nicht so ungültiges Ziel. Hä? Wie den Ziel hat. Also für Epileptiker sollte sie hier gerade weggucken. Mach mal rein. Das Vieh sieht doch so ein Mischmasch zwischen Holz und lebenden Organen aus oder so. Und Eis steckt auch noch drin. Kannst du ihn irgendwie betäuben oder was auch immer? Ich kann ihn irgendwie gar nicht anklicken, komischerweise. Dann klickt sein Bild an, oben in der Leiste, da kannst du auch machen. So, und jetzt den Zielort. Aber das Ziel ist irgendwie ungültig. Vielleicht ist er einfach zu groß. Toll. Der ist auch eine Stufe größer, stärker als wir. Na super. Und auch fehlgeschlagen. Das ist ja nicht normal. Ich frage mich, wieso der geblendet wird. Oder wieso durch diesen Zauber jemand geblendet werden kann. Das weiß ich auch nicht. Oder schleuderst du ihm Dreck ins Gesicht? Das Schöne ist, bewegen kann sich auch nicht, weil du dich dann wahrscheinlich ausrutschst. Das ist ein beschissener Witz, ey. Ey, ich bin schon wieder aufgetaut. Und Heidi ist wieder geschlagen. 3 Runden. Ja. Das ist echt, also ich glaube, das Wichtigste, was wir machen, ist, dass wir uns immer wegbewegen von ihm. Weil er langsam ist anscheinend. Ich versuche ihn mal zu versteinern. Ja, versteinert. Oh Gott, wenigstens mal etwas, ey. Wenigstens mal etwas. Sehr schön. Der ist schon abnormal gewesen. Ich meine. Ja, ich erhöhe auch meinen Rüstungswert. Ja, das macht echt Sinn. Findest du, sieht voll kai aus, wenn man so. Vor allem, das ist nicht mal Stein, das ist eher Stahl oder so. Oh. Nett. Oh, er ist flankiert, und er ist wieder auf entsteinert. Was? Ja, das war zu erwarten. Ja, der stimmt aber 2 Runden. Ja, ich glaube, das ist die theoretische Länge. Wir haben nochmal. Oh Gott. Nochmal das hier mal.
Jetzt haben wir alle mehr Leben. Jetzt hast du 1500 Leben. Alter, hast du viele Leben. Ich habe echt am wenigsten Leben wie von allen. Das ist echt ein geiler Zauber. Aber wir können die vielleicht mit der Eismauer nachher stoppen. Ein bisschen. Ja. So, der Feuerelementar. Dann lassen wir den mal angreifen. Hä? Was denn? Ich habe ihm 0 Schaden gemacht, oder? Das war arschig. Du hast eine Fähigkeit aktiviert, glaube ich. Da stand, bei dir stand irgendwie scheitert bei Wärme, ja, oder so. Wow, 9 Schaden. Nicht schlecht. Er ist sogar flankiert, deine Verteidigung ist minus 20. Guck, wann Heidi aufsteht. Also ich müsste einen Angriff von ihm überleben. Ich hab eine Verstärkung, meine Rüstung ist erhöht und ich habe uns allen noch Leben verschafft. Also daran dürfte es nicht hapern. Oh, jetzt bist du beschleunigt. Ja, ich muss erstmal Abstand gehen. Weil sonst ist. Denk an, dass du hier wegrutschst, also du stehst, glaube ich, noch auf Eis. Ah, zum Glück. Ist aber ganz gut, dass du weggerannt bist. Ja, das ist in dem Fall nötig, weil sonst kann er vielleicht einen Flächenangriff machen. Was war das? Achso, der hat jetzt irgendwie einen Zauberangriff. Ich kann leider nicht weg, weil ich dann in Opportunist reinrenne. Aber ich kann das hier machen. Take this! Bastard! Er Drache! Nein, der ist nicht versteigert, der ist nur Öl verschmiert. Ah, jetzt kannst du Feuer reinschleudern. Oh yeah. Wow. Und brennen Fehlschlag. Alle, irgendwas stimmt doch nicht in diesem Kampf. Jetzt im Ernst, das machen wir falsch. Ich würde sagen, den Kampf sollte man in der nächsten Folge weit fortsetzen, weil der läuft auch noch weiter wahrscheinlich. Ja, yep, der läuft noch in 5 Folgen weiter. Also ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen und seht doch zu, wie wir in der nächsten Folge vollkommen versagen. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ciao, ciao.